Haben wir Sie die Terrasse? Ja. Darf ich mal? Ist das ein Kollege? Keine Ahnung. Ich habe den noch nie gesehen. Danke. Bitte. Vielen Dank. Tschüss. Das wird doch ein Kollege, ne? Das Rumschnüffeln werden wir dir schon austreiben, Alter. Los, los! Bisschen jung für dich, was? Kann ich die Adresse haben? Ach du Scheiße. Lassen wir dich laufen? Oder schalten wir dich aus? Ich warne euch. Bisschen jung für Sie, oder? Das, als nächstes fragen Sie nach der Adresse. Wie? Lassen Sie den Dreck ruhig dran, passt besser. Zur Gegend. Vielen Dank übrigens. Soll ich ein Stück mitnehmen? Danke. Mein Auto steht da drüben. Na sowas! Schnüffelhaar! Ich denke, Sie sind in Indien oder Malaysia oder so. Mein Name ist Stefanek. Ach nee. Ach ja. Genau, Stefanek. Kann ich
wenn ich wüsste, dass Sie Löffelhart sind. Exzellente Fälschung. Passen Sie auf, Kommissar, ich erkläre es Ihnen einmal und dann nicht wieder. Seit 14. Juli dieses Jahres heiße ich Benno Stepanek. Prüfen Sie es nach, es ist amtlich. Und außerdem war ich nicht in Indien, sondern in Afrika. Benno Stepanek, ich nehme Sie vorläufig fest wegen des Verdachts auf Brandstiftung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und wegen des Besitzes gefälschter Papiere. Ich bin erst seit ein paar Wochen wieder in Deutschland. Sie hatte ich allerdings total vergessen, Poltisch. Sonst wäre ich wahrscheinlich in Afrika geblieben. Sie verlangen also von mir, ich soll Ihnen glauben, dass Sie in Afrika nach Ihrem Vater gesucht haben. Ich verlange nichts weiter von Ihnen, als dass Sie mir sagen, was Sie mir vorwerfen. Ich werfe Ihnen vor, dass Sie ein ganz mieses Spiel treiben, Löffelhart. Stepanek. Wären Sie doch in Afrika geblieben, statt hier anständigen Schiffern das Leben schwer zu machen. Hier, Einbruch auf der Luise Knies, Brand auf der Ruhrort 16, gekappte Taue bei der Annabelle, künstlich herbeigeführtes Leck bei der Anna-Mareise und so weiter und so weiter. Wer ist Ihr Auftraggeber, Stepanek? Hapag-Lloyd, Oetker und die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Mit Sarkasmus kommen Sie da auch nicht raus. Ich habe hier die Aussage von 5 Zeugen und aus all diesen Beschreibungen konnte ich schließen, Löffelhart. Stepanek ist wieder im Lande und hat den dreckigsten Job angenommen, den man sich denken kann. Mann, ihm muss doch das Wasser bis zum Hals stehen. Das ist doch Schwachsinn, da hängt mir einer was an, aber warum? Warum, verdammt nochmal? Dass ich nicht lache. Sie waren nicht vor 2 Stunden auf der Speditionsinsel und haben da rumgeballert, ja? Poltisch hier. Bitte? Der hat den Namen vom Vater angenommen? Ja, und jetzt lassen Sie den mal laufen. Aber auf Ihre Verantwortung. Natürlich auf meine Verantwortung. Ende. Wo wohnen Sie denn jetzt? Na, so wie es aussieht, erst mal ein paar Tage im Knast. Herr Franz? Hörst du eine Kneipe nicht mehr? Was ist der Himmel, wo der steckt? Im Schwanentor. Da hat er jetzt eine Kneipe auf einem Schiff. MS Titanic mit Laden. Ja, Sie können gehen. Was ist los? Aber demnächst bald mal einen Wohnort anmelden, ne? Sie können mir das nicht vielleicht ein bisschen näher erklären, Herr Hauptkommissar? Essiggurken da, Irene? Mehr als genug. Sag mal, du hast auch nichts mehr von dem Löffelhart gehört, oder? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Er soll wieder im Lande sein. Entschuldige, das ist mir ausgerutscht. Ich dachte, mit dem Löffelhart kann nicht sein. Warum denn nicht? Dann hätte er sich doch zuerst bei uns gemeldet. Tja, ich weiß nicht. Der Poltisch hat gerade angerufen. Der von der Polizei? Mhm. Wenn das stimmt, dann hat der Löffel jetzt einen ganz anderen Namen. Der Poltisch meint, der hätte sowas wie eine totale Persönlichkeitsveränderung oder sowas. Hätte er durchgemacht. Der Albert. Ach, du spinnst doch. Ich bestimmt. Doch, Irene. Löffel? Stepanek. Benno Stepanek. Ja, aber... Franz! Süße Mädchen, jetzt ist die Kiste doch nicht umsonst auf meinen Fuß gefallen. Ich muss mich mal um meine Gäste kümmern. Was hat er gemeint mit der Kiste? Das hat nichts mit uns zu tun. Ich hab gehört, hier gibt's eine Kneipe. Ist halt alles, was du mich zu fragen hast. Geht's dir gut? Jemand nimmt. Und dir? Ein paar Tage hier, schon steckst du bis zur Achsel im Sand. Du bist schon ein paar Tage hier? Ich sage dir, Irene, wenn du mal in Afrika gewesen bist,
Dann sieht deine Welt ganz anders aus. Hier geht's zur Kneipe? Ja. Machst du wieder auf Detektiv? Weiß nicht. Ja, nein. In den letzten zwei Jahren habe ich mich mit dem Ding ja ganz gut über Wasser gehalten. Wenn du wieder zurück ist nach Duisburg, dann alles ganz anders. Dann fängst du neu an. Ganz neu. Dann möchte ich mal wissen, was du hier bei uns willst. Das ist eine Frage. Wir sind jedenfalls nicht neu. Wo wohnst du denn jetzt? Ich habe ein Penthouse. Da drüben, hinterm Containerhafen. Ein Kleinholz etwa? Genau. Penthouse, da bin ich nachher. Das ist eine Penbaracke. Wie in Venedig ist es da? Mein Venedig. Ich war noch nie in Venedig. Da muss irgendetwas im Gang sein gegen die Schiffer. Stimmt. Irgendwer will die Partikulierer kaputt machen. Norm? Fragst du doch selber. Ach so. Ich bin mal links fertig. Ja, hat auch nichts zu tun. Dass du wieder da bist, Löff. Benno. Benno. Stepanek. Da ist doch was faul. So was brauchst du einen neuen Namen. Das, verstehst du ganz einfach nicht, Franz. Gib mir ein Bier. Aber für Stepanek wird dir nicht angeschrieben. Danke. Stepanek. Nenn ich mich vielleicht Alexander oder Ottokar? Nee, nee. Eins steht fest. Irgendwer will uns hier das Lebenslicht ausblasen, so oder so. Na, dich hat er ja bisher immer noch verschont. Dabei reißt er am meisten das Maul auf. Stimmt's denn jetzt? Ist ja ruhig sparen. Aber da muss man doch was machen. Was kannst du machen? Wir haben der Polizei jeden Schaden angezeigt und die meinen ja auch, sie hätten das schon. Einen gewissen Verdacht. Ja, davon habe ich gehört. Wo ist Löffelchen? Benno, kann ich mir so ein Partikulierschiff mal ansehen? Wenn dich mein alter Kahn noch so interessiert. Komm morgen mal vorbei. Es ist schon morgen, 0.10 Uhr. Benno, das ist doch unser erster Abend. Ich hab dir doch gesagt, Irene, ist alles ganz anders, alles ganz neu. Nichts mehr so wie früher. Tschüss, Irene. Franz. Auf Wiedersehen. Stepanek. Warum schmeißt du nach mir? Der kommt daher wie der fliegende Holländer. Saubande. Dass Leute fahren wieder wie ihr Henker. Du kennst hier dicht unter Land. Wahnsinn. Spinner! Full Speed durch den Hafen. Hier ist Ruhrwetter. Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Mit meinem Schiff! Was ist los? Du hast dich quer gelegt. Das ist mein Schiff! Da! Wie kann denn das passieren? Was ist der Teufel? Halt die fest! Hendrik! Aber das kann sich doch nicht von alleine losreißen. Hendrik! Wo steckst du? Verschwunden, der Kerl.
Hinrich! Schiff geschaut und da hast du nicht gesehen, wo der hinten ist. Ne? Blatt abgerissen. Was ist? Sie sind das. Hauen Sie bloß ab, kaum sehe ich Sie schon stecke ich im Dreck. Wieso? Sie waren doch ruckzuck wieder draußen. Aber erstmal war ich unheimlich ruckzuck drin. Wer wissen Sie so überhaupt? Da müssen ganz schöne Kräfte drauf eingewirkt haben, oder? Da wäre ich aber jetzt von alleine nicht drauf gekommen. Kapitän Sander, der Schiffsführer von der Ruhr 3, der behauptet, im Hafen sei er extra vorsichtig gefahren. Moment mal. Sie kennen den Schiffsführer von dem Schubdampfer? Nicht nur den Schiffsführer. Und Dampfer gibt's hier schon lange nicht mehr. Jedenfalls behauptet Kapitän Sander weder ein losgerissenes Frachtschiff noch sonst irgendwas bemerkt zu haben. Aber dem glaube ich kein Wort. Der lügt. Na dann, schönen Tag noch. Morgen, Stepanek. Morgen. Wie geht's, Hinrich? Schädelbruch. Die Tosse muss den armen Kerl wie eine Riesenpeitsche erwischt haben, bevor sie ihn umgehauen hat. Ein Wegen, dass der so eine Pferdenatur hat. Das geht ihm also wieder besser. Kennst du die Ärzte? Nicht genau, das wissen die nie. Was sagt die Polizei? Die Polizei? Die behauptet, ich wäre schuld an allem. Das Schiff wäre unsachgemäß vertollt gewesen. So ein Klugscheißer von der Versicherung hat sie auch schon angemeldet. Wenn ich für den ganzen Schaden aufkommen soll, kannst du mich morgen unterm Ast vom nächsten Baum besuchen. Die ist gerissen. Eben. Das ist es ja. Überhaupt nicht. Ich hätte zu schwache oder zu alte Trossen verwendet. Sieht aber gar nicht so alt und zu schwach aus. Sind Sie? Stepanek, ich bin nur Stepanek. Ich mache eine Reportage für ein Stadtmagazin. Können Sie mir dazu was sagen? Nee, außer dass das eine gerissene Schiffstrosse ist. Naja, das ist doch schon mal was. Gestern hat da noch ein Frachtschiff dran gehangen. So, tatsächlich? Ja. Aha, aber dann hat sich das Frachtschiff losgerissen. Wie toll wird die auch. Einfach so? Tja, das wüsste ich gerne von Ihnen. Wir arbeiten hier wissenschaftlich. Ja. Stepanek, sehen Sie, ich möchte darüber eine Reportage machen. Herr Stepanek, schön, aber als Information würde nicht genügen, dass da ein Schiff dran gehangen hat. Was brauchen Sie genau? Wofür? Um die Ursache rauszukriegen, warum sich das Frachtschiff losgerissen hat. Wir müssen das Profil des Flussbettes wissen, die Strömungsgeschwindigkeit und natürlich die exakte Wassertiefe. Dann müssen wir genau die Maße des Schiffes haben, das Gewicht, also die genaue Wasserverdrängung. Sie müssen uns exakt sagen, wie der Kahn verteilt war und so weiter und so weiter. Und wenn ich Ihnen das alles bringe? Wenn Sie das alles bringen und uns auch noch sagen, ob irgendwelche ungewöhnlichen Umstände am Tag des Unglücks bestanden haben und den Versuch auch noch bezahlen, machen wir Ihnen eine Demonstration, die keine Frage unbeantwortet lässt.
Ich möchte wissen, wie das Spiel heißt, das ich spiele. Schiffe versenken? Interessant. Wie kommen Sie darauf? Es gibt da einen Hai im Karpfenteich. Hecht. Hecht, sagt man gewöhnlich. Es handelt sich auch nicht um einen Karpfenteich, sondern um reine Ruhr und ein paar Kanäle. Man hat sich offenbar in den Kopf gesetzt, die gesamte Rheinschifffahrt zu ruinieren. Könnte natürlich versuchen, jemanden wie mich dafür zu engagieren. Und irgendwie hat das den Politiker wohl auch weiß gemacht, oder? Dieser Hai, der kennt so richtig smarte, taffe Typen. Männer mit Manieren. Männer wie Sie eben. Haben Sie übrigens vielleicht zufällig auch einen Namen? Ich heiße Toffer. Toffer, das passt. Sie waren in der Versuchsanstalt für Binnenschiffbau? Sicher wissen Sie auch exakt die Zeit. 14.32 Uhr bis 15.10 Uhr. Fabelhaft. Sind Sie eigentlich ausschließlich damit beschäftigt, mir nachzuschnüffeln, oder haben Sie auch sonst noch was zu tun? Ich habe eine noch viel wichtigere Aufgabe, bei der Sie mir gut helfen könnten. Sagen wir als freier Mitarbeiter. Danke, ich kann nichts mehr annehmen. Und jetzt habe ich eine sehr viel wichtigere Aufgabe. Ich möchte aber gerne noch mit Ihnen reden. Aber ich nehme mit Ihnen. Guten Abend, Herr Toffer. Tomaten. Sind die sortiert? Wenn eine schimmelig ist, kannst du alle wegschmeißen. Und da sind eine ganze Menge schimmelig. Dann mach mal die Lieferung für Rohwedders Ruhrpott 5 fertig. Rohwedder? Wer ist denn nur eigentlich dieser Rohwedder? Franz, na, red schon. Den Ton kannst du dir abschminken. So konnte vielleicht der Löffelhaft mit dir reden. Aber Stepanek nicht. Das ist ein junger Aufsteiger hier an Rhein und Ruhr. Cleverer Geschäftsmann. Der ist bald der größte Reeder. Hat übrigens in Chicago studiert. Bei Al Capone. Schlimmer, bei Milton Friedman. Wirtschaftswissenschaften. Und das ist Ihr Auftraggeber? Also, Stepanek, erstens, Sie vermuten mich auf der falschen Seite. Und zweitens, ich habe Sie heute nicht zum ersten Mal rausgehauen. Jetzt habe ich was gut bei Ihnen. Sie waren also nicht aus Zufall auf dem Polizeibüro? Ach du Scheiße. Kriminaloberrat Toffer. Ich leite eine Spezialdienststelle beim Landeskriminalamt. Und gelegentlich brauche ich freie Mitarbeiter, bei denen man den Bullen nicht schon auf 100 Meter Entfernung riecht. Und Sie meinen, ich riech besser? Das ist alles relativ, Stepanek. Franz, nur einen Doppelten. Das ist der afrikanische Durst. Kann ich noch einen Kaffee haben? Du musst noch die Remittenten von den Zeitschriften machen. Ja, ja, ich weiß. Und der Tomaten. Freie Mitarbeit, hä? Mhm. Und wie wird die bezahlt? Ziemlich beschissen, Herr Stepanek. Aber Sie tun es ja für Ihr Land. Für dieses unser hiesiges, ja? Ich glaube, dass das eine sehr wichtige Sache ist. Ja, jeder sollte an etwas glauben. Ich glaube... Dennis. Ich glaube, ich krieg noch einen doppelten, Franz. Na, was ist jetzt? Das musst du dir wirklich mal vorstellen.
Nicht nur, dass ich Leute von der Versicherung am Halse habe. Jetzt kriege ich auch noch ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung angehängt. Das wird alles nicht so heiß gegessen. Dicke Fracht ist mir auch schon durch die Lappen gegangen, seit ich hier festsitze. Oh, wie verhext ist das? Und was sagt deine Versicherung dazu? Wenn die mir grobe Fahrlässigkeit nachweisen können, zahlen die mir keine müde Mark. Das sagt meine Versicherung. Seit 7 Monaten ermittle ich schon gegen die Menschenhändler. Die bringen die billigen Arbeitskräfte aus Nordafrika, meist Marokkaner, auf Schiffen ins Land. Irgendwo eingepfercht, wo der Zoll nicht hinschaut. Dann verstecken sie die armen Kerle irgendwo in Baracken und in Kellern und lassen sie für sich arbeiten, für einen Appel und ein Ei. 6 Mark Stundenlohn. Keine Sozialabgaben, keine Krankenkasse, nichts. Das ist doch Sklaverei. Marokkaner, sagen Sie? Ja, und Algerier, Tunesier, Mauretanien. Wie geht denn so das Hammelfleisch in deinem Supermarkt, Franz? Besser als Schwein und Rind. Du hältst die Klappe. Und Mais? Sisse, genau das habe ich vergessen zu bestellen. Wer kauft das? Schluss geht's! Über meine Kunden wird nicht geredet. Das änderst du vielleicht noch mal, Franz. Wegen einem Herrn Benno Stepanek ganz bestimmt ich. Ich wüsste gerne, wer die beiden Kerle waren, die mich neulich hochnehmen wollten. Wenn es weiter nichts ist, die habe ich fotografiert. Das sagen Sie jetzt erst? Ja, woher soll ich denn wissen, dass Sie... Das ist doch ganz einfach. Nichts ist so einfach, dass man sich falsch machen könnte. Ja. Die 2 auf den schnellen Motorbooten, das waren ja dieselben. Wo sind die Fotos jetzt? Na dann los, kommen Sie. Ja, gleich. Nachdem Sie bezahlt haben. Toffer, na sowas. Hallo Claudia. Das ist Herr Stepanek, Frau Gahl. Na, kommen Sie rein, Toffer. Danke. Darf ich, darf ich auch? Bitte. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Es geht um den Film in der Kamera von Herrn Stepanek. Der ist aber noch nicht abgeknipst. Was macht denn die Klarinette? Ach, zurzeit komme ich nicht zum Üben, geschweige denn zum Konzertieren. Und wie steht's mit der Malerei? Kein Haar besser. Sind Sie auch irgendwie künstlerisch tätig? Sehe ich so aus? Ihre Fotos jedenfalls finde ich nicht übel. Es hängt doch ein wenig davon ab, wo man gerade steht, ne? Kann ich mal sehen? Bitte. Ja. Knüppel und Pistole hatten sie nicht dabei, als sind die 2 von den Sportbooten. Die Gesichter, kann man die vergrößern, Claudia? Vergrößern? Verhaften. Sie sind hinter dem her, der die Partikuliere fertig machen will? Und ich versuche, den Menschenhandel auf die Spur zu kommen. Und wir beide werden von denselben Männern bedroht. Wo ist denn da der Zusammenhang? Keine Ahnung, vielleicht Zufall. Oder dieser ominöse Rohwedder. Na, Rohwedder nicht. Den haben wir überprüft. Mit den Marokkanern hat er nichts zu tun. Sehr sympathisch sehen die nicht aus. Der erste Eindruck kann täuschen. Ja, wenn Sie dranbleiben, Stepanek. Jetzt muss ich beweisen, dass der König an dem Schiffsunfall nicht schuldig ist. So ein Gutachten ist teuer. Alles hat seinen Preis, Herr Toffer. Die übrigens auch. Dafür sind die umsonst. Solche Modefotografie hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Verstehst du, der Seibold, der von der Versicherung, der interessiert sich nur für das, was passiert ist oder passiert sein könnte. Dass da eine Existenz dran hängt, in dem Fall leider meine, ist dem doch scheißegal. Auch, dass mein Kollege Hinrich nie gegen mich klagen würde. Wurscht! Menschliche Regung, null, woher auch der. Besteht doch nur aus einem Scheißparagraphen.
Und ausgerechnet ich, der einfache Partikulierkönig, soll gegen den anstinken? Ich habe ihm im ganzen Leben nicht. Warum denn nicht? Man muss genau feststellen, wie es zu dem Unfall kam. Aha. Stell mal fest. Erstens war es Nacht, zweitens kann sich Hinrich an nichts erinnern und drittens, das Entscheidende, Fremdeinwirkung kann nicht festgestellt werden. Vielleicht doch. Man könnte es immerhin versuchen. Es muss doch deiner Versicherung was wert sein, wenn sie den Schaden einem anderen anhängen kann. Sehr gut. Sehr gut. Und wie sollte sowas funktionieren? Soll ich darüber jetzt einen öffentlichen Vortrag halten? Allerdings, es gibt ein paar Hinweise. Wenn wir die hart machen wollen, brauchen wir erstmal Geld. Vorsicht! Ich kenne den Herrn Stepanek aus einem früheren Leben. Ist er dir was schuldig geblieben? Mir nicht, aber dir. In der Taufabrik können die das Seil in eine Zerreißmaschine einspannen und nachher sagen sie dir ganz genau, wie hoch die Reißfestigkeit ist. Wenn die Trosse nur noch 70% reißfestig... Nur noch 70%? Nee, du. Bei mir nicht, da hätte ich die alten Dinger schon längst erneuert. Na also. Du meinst also wirklich, dass ich damit Erfolg habe? Kriegt das schon. Hey! Hey, das ist mein Boot! Ihr klaut mein Boot! Das ist mein Boot hier! Stehen bleiben! Die moderneren Tauer, in denen Kunststoff verarbeitet ist, dehnen sich bis zu 50% mehr Länge, denen sie reißen. Und wenn es dann passiert und ein Schiff ertrifft, so ein Ding von Lachs ist doch absolut lebensgefährlich. Ich weiß nicht, so ein Versuchsschiff sieht irgendwie nicht echt aus. Uns interessiert der Aufbau nicht. Sehr zum Leidwesen unserer Schreiner. Das ist ein Leichter. Und das hier ist ein Typ wie die Ruhr 3. Und Sie wollen damit aufbauen? Genau, je exakter die Nachbildung wird, umso besser. Hm. Ah, der Herr Partikulier Hennes König. Partikulier wohl nicht mehr lange. Kopf hoch, Hennes König. Ich war in der Versuchsanstalt, die Jungs dort. Helle, Kapitän Sander, der Toffer sagt, der Sander lügt. Der Mann hat Angst, also läuft alles bestens. Geh mir weg mit Sander, ist auch so einer. Einer von Rohwedders Leuten. Rohwedder. Ist immer gut, wenn man weiß, wer der Gegner ist. Gegen den kommst du nicht an. Aber, König, Kopf hoch. Nee, nee. Wo es erst mal anfängt, kommt es gleich knüppeldick, komm gerade aus dem Krankenhaus. Hinrich wird invalide bleiben. Ja, werde ich mir wohl einen neuen Matrosen suchen müssen. Und so einen wie der Hinrich, den finden wir erst mal. Wenn ich überhaupt noch mal einen brauche. Ja, hier, Stepanek. Ich kann Toffer nicht erreichen. Na, weil ich glaube, dass ich etwas Wichtiges beobachtet habe. Er sucht doch diese illegalen marokkanischen Arbeiter. Hm? Ja. Also ich war gestern Abend spazieren. Ich habe ein neues Tele ausprobiert. Und ein 500er. Ja. Und plötzlich habe ich ein Schiff vor der Optik, aus dem jede Menge dunkelhäutiger Gestalten aussteigen. Bitte? Auf der Schrottinsel. Ja. Nein, nein, das Foto gibt nicht viel mehr. Da sieht man noch. Hätten Sie was dagegen, die Frau, wenn ich heute Abend mal bei Ihnen vorbeikomme? Na wunderbar. Vielen Dank. Also bis heute Abend dann, Frau Gahlen. Gahlen heißt die also. Hast du heute frei? Jeden Mittwochnachmittag. Hä? Und? Neffe. Benno. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Auf mich gewartet? Mhm. Die ganze Zeit? Mhm. Oder Irene? Alle paar Monate meine Postkarte.
Was siehst du? Aber jetzt bist du doch wieder da. Halt mal. Toffer sagt, sie waren in Afrika. Ich habe das Grab meines Vaters gesucht. Mein Vater hat mit Rommel gegen die Engländer gekämpft. Bei El Alamein für Führer, Volk und Vaterland sein Leben geopfert. Heldentod, das ist vielleicht ein Ding. Das Schiff, das Sie gesehen haben, wo war denn das? Im Schrotthafen. So 850 Meter nach dem Eingang, bei so einem Weißblechhaufen. Was war denn das für ein Schiff? Sah aus wie ein ganz normaler Frachter. Was sind Sie denn eigentlich? Detektiv oder Fotograf? Ich? Stepanek. Der Mann für alle Fälle. Ich sehe mir die Ecke mal an. Ich habe Krabbencocktail vorbereitet. Ich meine, wir hätten einen Happen essen können, bevor Sie losziehen. Dann werde ich hinterher noch mal vorbeikommen. Dann hätten Sie mein Angebot, glaube ich, missverstanden. Ich sag Ihnen jetzt, wo die Marokkaner sind und Sie sorgen dafür, dass morgen um 11 die beiden Ganoven von dem Rohweller, der Captain von dem Schumer und der Typ von der Versicherung bei der Versuchsanstalt sind. Also, Schrotthafen, 850 Meter nach der Einfahrt an so einem Weißblechhaufen, rechts rein. Dann immer dem Gleis nach. Mit Axel Rohwedder kann man doch reden. Natürlich sind wir günstiger als die Schiffer mit ihren Suppenschüsseln. Das ist überhaupt keine Frage. Wer sind Sie denn? Wie kommen Sie überhaupt hier rein? Reden Sie nur in Ruhe zu Ende. Ich habe Zeit. Darf ich Sie in einer Viertelstunde noch mal zurückrufen? Ja, danke. Haben Sie einen Termin? Naja, jetzt habe ich einen. Sie sind also Herr Rohwedder. Um das zu erfahren, sind Sie ja wohl hier nicht eingedrungen. Doch, doch, im Grunde eigentlich schon. Sie erlauben, dass ich mich vorstelle, Benno Stepanek, Journalist. Ich möchte Sie einladen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zu einem Experiment, das Sie interessieren dürfte. Ja, schießen Sie mal los. Ich arbeite an einer Reportage über die Schiffsbauversuchsanstalt. Der Versuch heute Nachmittag, der wird Ihnen gefallen. Da ist nämlich ein Schuber von Ihnen beteiligt. Von mir? Die Ruhr 3. Im Modell natürlich nur. Das sollten Sie nicht fehlen. Ah ja. Sie werden natürlich auch in einem Interview zu Wort kommen. Hier wäre dann alles bereit. Es kann nur noch 2-3 Minuten, Herr Ziemann. Was soll das überhaupt? Ich weiß gar nicht, was mein Kumpel und ich. Was wir hier zu suchen haben. Ist so ungeduldig. Der Chef ist mir nicht so sehr interessiert, ne? Welcher Chef? Also, ich weiß gar nicht. Wenn man diesen Toffer wirklich mal braucht, dann kommt er zu spät. Am Ende der ganze Zirkus umsonst hier? Wenigstens Herrn Seibolds Versicherung werden wir beweisen, dass deine Trossen nicht schuld sind, wenn Hinrich im Krankenhaus liegt. Also dann, auf geht's, Schiffer. Was soll denn das?
Wie kommen Sie dazu, dass es Robert das Rohr 3? Eben. Wir haben das exakt so fertig gemacht, wie der Senator auffahrt. Ja, woher wissen Sie das? Sie sind der Herr von der Versicherung, nicht wahr? Sehen Sie, wir machen stets genaueste Recherchen. Wir haben die Wasserverdrängung geprüft, die exakte Form des Schiffskörpers. Der Teil entspricht genau der Anliegestelle von Herrn Königs Fracht. Ja, was wollen Sie eigentlich mit so einem lächerlichen Versuch beweisen? Wart's doch ab. Wir kennen Fälle, in denen ein Schiff losgerissen wurde, weil ein anderes zu schnell und zu nahe dran vorbeigefahren ist. Es entsteht dann unter Wasser ein Sog. Sie müssen sich das so vorstellen, als ob plötzlich unter dem Schiff ein Loch aufgerissen würde. Der Kahn verliert sozusagen den Boden unter den Füßen und sackt weg. Da werden Kräfte wirksam, das hält man kaum für möglich. Schuber, passiert denn immer wieder? Mal fahren Sie zu schnell, mal zu dicht unter Land. Sehr richtig, Schiffer. Ja, wir fahren Ausflugsschiff, mein Kumpel und ich. Oder Sportboote. Und bringt harmlose Mitmenschen in Seenot. Achtung, jetzt wird's interessant. Na, was habe ich gesagt? Stimmt. Völlig klar. Die Sache hat nur einen Haken. Meine Männer können gar keine Schuber fahren. Sie haben auch noch niemals einen betreten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Rohwedder. Mag sein, ich bin ja kein Hellseher. Und Herr Sander ist auch nicht so schnell gefahren, nicht wahr? Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Toffer, LKA. Königs Schiff hat sich losgerissen, weil der Schuber zu dicht und zu schnell am Liegeplatz vorbeigefahren ist. Und jetzt frage ich dich, Mann, warum? Warum ist der Schuber Fullspeed da vorbeigerauscht, ha? Ja, was weiß ich? Der Vampir auf der Brücke? Nee, auf der Brücke, da stand einer, der so einen Schuber auch fahren kann. Ihr beide seid daneben gestanden, habt aufgepasst, dass er auch das macht, was Rohwedder wollte. Wenn Fragen sind, werde ich die beantworten. Das ist gut. Herr Sander kommt nämlich gerade aus dem Krankenhaus. Ich habe ihn da den Matrosen Hinrich besuchen lassen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Ich glaube, Leute wie Sie schrecken vor gar nichts zurück. Wenn die könnten, würden die am liebsten... Das ist gut sein, Henne. Wie ich den Toffer einschätze, ist der Kapitän Sander jetzt zu jeder Kooperation bereit. Ich hab doch gewusst, dass diese dumme Sau das Maul nicht halten kann. Sie haben doch selbst gesagt, es sei bestimmt keiner auf Königsschiff. Vollidiot. Du, Schipperneck, Ich weiß gar nicht, wie ich dir das danken soll. Lass mal, Hennes. Den Dank kassiere ich bei deiner Versicherung. Aber was die Marokkaner betrifft, Stepanek, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Alle Papiere in Ordnung. Sehe ich das richtig, Franz, dass du in deiner Kneipe nach Feierabend nur geladene Gäste empfängst? Ein Gastwirt legt sich nie mit der Polizei an. Die Getränke gehen auf meine Rechnung, Hennes. Was denn, Franz? Du? Für mich auch? Na klar. Wie du da wieder geschaukelt hast? Das war doch fast ganz wie früher, Löffelhardt. Tschüss, Franz. Stepanek! Stepanek! Wenn ich mich vielleicht Alexander oder Ottokar?